Jo Mann, neuer Alex wieder am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kommt ein weiterer Teil der FIFA 17 Karriere mit Simone Calcio. Heute kommt ja der 13. Teil. Ich hoffe, ihr habt auch die letzten Teile von mir und eben auch die von Jamie gesehen mit Borussia Dortmund. Heute kommt wieder mal ein Video von mir. Ihr seht hier rechts die Tabelle, wir sind momentan Erster mit einem Spiel weniger, mit 2 Punkten Vorsprung, können es also schon auf 5 Punkte davonziehen. Und dann werden wir mal 2 Spiele machen. Und das Erste zu Hause gegen Latina. Darum gehe ich auch jetzt dann gleich ins Spiel und schaue noch einmal die Aufstellung an. Giovanni Chiellini. Dann müssen wir ja immer noch den Ausfall von Emre Mor verkraften, der für 3 Monate ausfällt. Das war natürlich in der letzten Folge der größte Schock. Nicht nur ja, der auch, aber auch das andere, das mit Stuttgart. Könnt ihr ja im letzten Video noch einmal nachschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Können wir den noch reinnehmen? Ja, noch einen etwas stärkere. Ich müsste mal Sabine auch wieder mal eine Chance geben. Weil die spielt schon viel, aber heute bekommt er mal eine Chance. Na, das sieht gut aus. Jawohl. Können wir starten. Viel Spaß wünsche ich euch in diesem ersten Spiel gegen Latina. Kann ich mal hier vielleicht verschießen mit Guscha und kein schlechter, ja, das ist zu hoch, aber wir wollen jetzt Fußball spielen, genau, das ist das Stichwort. Jawohl, Wolfuß und Frank Buschmann sind heute die Kommentatoren. Ah, die sind momentan Fünfter, die sind auch nicht schlecht. Ah, zu Hellas Verona hätten wir auch wechseln können. Vielleicht werden wir eben auch zu einem anderen Verein wechseln. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit noch, habe ich ein Angebot von Ajax Amsterdam. Vielleicht gehen wir nach zu Ajax Amsterdam. Ist auch kein schlechtes Team in der holländischen Liga. Auf Meisterkurs momentan Erster. Auch hier bin ich auf Meisterkurs, aber natürlich nicht von der ersten Liga, aber ich denke vom Geld her ein Sprung, weil sie haben ein Transferbudget von 15 Millionen. Kann ich also den in der Pause mit etwa 15 Millionen Spieler Geld holen, was ich mit Stuttgart eben auch gehabt hätte, im Bereich 14 oder 15. Und darum werde ich eben auch hoffentlich zu diesem Freiwillig. Also wenn sie mir vor, könnte sein, dass heute schon das letzte Spiel ist. Wenn sie jetzt in den nächsten Tagen sich entscheiden, werde ich das natürlich gleich annehmen, weil sonst ist es dann wieder vorbei. Das will ich nicht wie im letzten Video, dass ich dann wieder den Post nicht bekomme. Oh, das war ein dummer Fall bei Lust. Hey, dann kam aus dem Offside, aber ganz klar. Der ist von hinten gekommen. Ich habe es einfach nicht gesehen. Der ist von hinten gekommen. Was ist denn das schon wieder? Der ist von hinten gekommen und dann ist er doch klar im Offside. Und dann natürlich ein weiterer Sieg und ich will diese Mannschaft also weiterhin an die Spitze führen. Vielleicht eben auch, wenn sie, auch wenn ich dann vielleicht wissen werde, nächstes Jahr in der Serie A spielen. Wünsche ich Ihnen sicher. Wäre natürlich dann wieder blöd für mich, wenn ich dann nicht hier bin, aber kann das sein, dass ich jetzt, wenn ich weg bin, völlig schlecht werden und irgendwie voll abrutschen, weil es sind nur momentan noch 5 Punkte. Das ist nicht ein Riesen. Aber
sicherlich mal, dass sie bis hin zur Rückrunde die oberen Tabellenhälfte werden überwintern, auch wenn ich jetzt dann wahrscheinlich das nächste Spiel nicht mehr da sein werde. Wahrscheinlich heute das nächste letzte Spiel, wenn mich Ajax annehmen. Das ist natürlich die größte Frage, die wir haben. Wollen sie mich überhaupt? Und das ist das. Also von ihnen gibt's doch nicht. Immer wenn ich etwas langes rede, dann gibt es ein Tor und das ist nicht so gut. Komm jetzt. Fährt wirklich Emre Mor oder was? Das ist wirklich Pech. 3 Monate der Junge. Hätte ich den, auch wenn ich jetzt gehen würde, den sehr gut gegönnt. Die haben jetzt ihn ausgeliehen und jetzt hat sich der Junge irgendwie gebrochener Knochen. 3 Monate. Das heißt, er wird frühestens in der Anfangsrückrunde, denke ich, wieder dabei sein. Das kann ich ja etwa. Ja, vielleicht etwa im Januar wird er wieder fit sein. Oktober haben wir dann etwa Januar. Nur, aber wir hoffen auch bald auf die Transferphase. Die aber, ich glaube, die beginnt erst im Januar. Beginnt im Januar, glaube ich, 1 Monat. Oder ich weiß gar nicht, oder 2. Bin mir nicht mehr sicher. Weißt du, dass es sicherlich 1 Monat im Januar ist? Ich glaube, Dezember ist noch nicht, weil Dezember ist meistens Ende Saison und Anfang des Januar beginnt dann die Transferphase wieder. Die ich natürlich mich freue, auch wenn ich bei Barcelona noch bin, wenn ich dort eigentlich nicht mehr viele Spieler holen werde, weil ich eben schon ein sehr gutes Kader habe. Und es ja momentan eigentlich fast 70er sein müssen, um noch etwas zu verbessern. Anfang 70er. Gar allein, aber habe schon sehr gute Spieler geliehen. Ein guter Schuss. Wir haben auch schon gute Spieler geliehen. Ja, 9 Torhüter wäre sicherlich nicht schlecht. Weil diese ja schon 35 im Mittelf auch nicht mehr die jüngste ist. Bade wahrscheinlich gehen wird, denke ich so. Sicherlich Minimum 65er. Ab 65 darauf. Am besten vielleicht Laie mit Kaufoption wäre sicherlich nicht schlecht. Aber ich denke jetzt mal, kann jetzt ja momentan noch nichts machen. Wenn ich dann gehe, müssen sie das selber machen. Und wenn sie es halt nicht machen, ja, das. Ist mir dann egal, weil ich bin dann nicht mehr hier. Ey, aber das ist ein Foul. Also das ist dunkelgelb. Würde ich sogar geben. Also Gott, die Karte gibt es nicht, aber das ist dann wirklich hart an der Grenze. Also ich denke, okay, einer ist und da müsste er locker sein. Das war jetzt wirklich nur auf den Mann. Das war jetzt wirklich, da nimmt der Spieler wirklich eine Verletzung in Kauf. Der Glück, dass er nicht so schlimm hingefallen ist. Das hat Schumotan gesehen. Die können jetzt blöd hinfallen und sich Beckenbruch oder was auch immer. Und jetzt ist der Ausgleich. Tooling Green, glaube ich. Ich muss hier durch. Tooling Green, glaube ich. Ja, genau. Auch schon 6 Tore. Nicht schlecht, auch ganz schlechter. Über den Flügel haben wir auch ausgeliehen von Stuttgart, der von Bahn zu Stuttgart gegangen ist, indem wir jetzt noch einmal angefloppt haben und die. Auch wenn sie momentan eigentlich von der Liga her genau gleich sind, einfach in Deutschland. Italien, Deutschland von der Liga her. Ja, ich weiß nicht, ob die voll vergleichbar sind, aber ich denke schon, weil Italien hat auch keine Top-Liga. Das ist nicht. Das wäre natürlich schon schön, wenn ich könnte mit dieser Mannschaft in der Serie A, aber da müsste ich natürlich die Saison spielen, auch wenn ich natürlich jetzt schon noch etwa die Hälfte der und da etwas mehr wahrscheinlich schon so gute Angebote bekomme. Weil Ajax, das ist keine schlechte Mannschaft und wenn sie mir die Chance geben zu kommen, dann werde ich sie sicherlich nützen. Aber heute will ich zuerst mal dieses Spiel nach zu Hause bringen und hier einen Heimsieg feiern. Dann wahrscheinlich vor den Heimfans verabschieden, aber das ist natürlich noch nicht hundertprozentig sicher. Das ist eben blöd. Aber ich werde sicherlich, wenn ich jetzt gehen werde, das und kann noch nicht hundertprozentig sagen,
werde ich sicherlich noch einmal verabschieden. Oh, und jetzt kommt das 2-2-1. Dionysi, glaube ich. Ja, Dionysi. Einer der Zweiklassenstürmer. Hat auch schon 8 Tore. Also die machen hier Tore. Zum Glück haben wir die, wenn wir diese nicht haben, ja, dann wäre es dann wirklich Pech in der Offensive. Aber wir haben eben noch diese zwei, die sackstark sind. Und jetzt ist es Offside. Nein? Doch! Doch, doch, doch. Aber ich konnte einfach weiterspielen. Ich hatte schon länger die Fahne oben rum, habe ich jetzt eben gesehen, aber ich war mir nicht sicher und ich schieße einfach. Kann das sein, dass ich es falsch gesehen habe und ich dann das Tor nicht doch noch bekomme, aber es war schon, aber knapp, es war nicht klar. Das war jetzt ein guter Pass. Und jetzt ein gutes Ding. Wir haben die Partie also heute gedreht. Sicherlich auch gut, Partien zu drehen. Wir werden auch nicht eine immer eine Top-Leistung abliefern. Das ist auch nicht möglich und alles gewinnen. Aber ich glaube, wir haben noch nie verloren. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, bis jetzt noch nie. Oder also ich habe beim Simulieren das vielleicht, aber ich weiß jetzt, glaube nicht, dass ich irgend. Oder unentschieden, das schon. Das schon. Weiter unsere Tote schon 5 Paraden. Der 35-Jährige, der heute zum zweiten Einsatz in dieser Saison kommt, die sicherlich mal Spielpraxis gebe, weil Party auch nicht alle Partien machen. Muss, weil er gar schon ausgeliehen ist, aber schon jetzt und viele Partien gemacht hat. Und ja, schon viele Partien gemacht hat. Der ja froh sein kann, dass er so viele Partien macht bei seinem Club. Ich glaube, er ist bei Mailand. Ich bin mir nicht ganz sicher. Übrigens habe ich nachgeschaut, wo etwa Frosinone liegt. Weil, vielleicht wisst ihr es ja, es ist schon weit. Es ist nicht anfangs Italien, also bei der Schweiz, das ist auf der Höhe von Rom ist es etwa. Das ist etwas weiter. Nach vorne von Rom, also weiß nicht wie viele Kilometer von Rom. Man könnte es ja mal im Internet nachschauen, wenn ihr es genau wissen wollt. Wo Frosinone liegt. Wo schön gemacht. Also ich bin gleich im Süden unten, aber es ist sicher jetzt etwa in der Mitte vielleicht, ja. Gar nicht, ja. Etwa. In 70. Minute. Wahrscheinlich heute vielleicht das letzte Spiel. Vielleicht werde ich sogar noch eins mit Ajax Amsterdam machen, wenn ich zu Ajax wechsle. Das könnte ja sein. Noch eine Aktion, gehe ich dran. Schön, Sabino. Da hat er etwas mehr zu tun als bei seiner ersten Partie. Da hat er glaube ich fast nichts zu tun. Jetzt schön. Jetzt schön rein. Jetzt Kopf. Leider nicht ganz so, wie ich gewollt habe, aber jetzt kommt mal, das Kopfball aber nach vorne, ja schön. So, schon gedacht, wenn es keine Offside gewesen wäre, wäre es auch komisch. Also wechseln wir mal noch ein paar Spieler. Diesen letzten habe ich aber auch ausgeliehen. Und Angelino auch ausgeliehen haben, der ist glaube von Manchester City, wenn ich nicht falsch liege, ja, ich glaube, das ist der von Manchester City. Linksverteidiger, der momentan natürlich bei uns auch, natürlich, weil wir so gute Spieler, also nicht super gut, aber Anfang 70er, also wir haben keine schlechte Mannschaft. Ich hätte nicht gedacht, dass Frosinone eigentlich so gute Spieler im Kader hat. Und ich habe jetzt eben natürlich noch mit diesen ausgeliehenen Spieler Pulisic, ist einer von den Green, natürlich eben auch noch technisch starke Spieler ausgeliehen und eben auch genommen für die Hilfe.
sich in der oberen Tabellenhälfte zu präsentieren. Und eben auch die zwei Stürmer, die vorne sind, die natürlich das eben repräsentieren. Und eben auch noch der Torhüter, den sie ausgenommen haben. Das ist natürlich auch. Hätte ich noch einen Torhüter holen müssen, so musste ich glücklicherweise kein Torhüter mehr holen. Ah, das war aus der Drehung. Noch einen Schuss machen, wahrscheinlich einen der letzten Schüsse. Wenn ich jetzt wechsle, schon das zweite Mal, wenn ich das sage, und dann bin ich auch nicht gewechselt. Hätte auch schon Kopenhagen gehen können und im Nachhinein in. Das sind gar nicht. Was habe ich. Ob die europäisch oder so vertreten sind. Also in Wirklichkeit. Oh nein, 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 nein. Oh, schöner Torhüter. In Wirklichkeit waren die in der Champions League und haben sich für die Europa League Sechzehntelfinale und dann sind sie bis ins Achtelfinale und dann Ajax, glaube ich, gescheitert. Also kein schlechtes Team und sind Rekordmeister in ihrer Liga. Das war wahrscheinlich der letzte Schuss, beziehungsweise es war kein Schuss. Darum ist auch die Partie jetzt vorbei. Wir holen einen weiteren Sieg, der verdient ist, aber nicht unbedingt verdient. Die haben 8 Schüsse, mir nur 3, haben 2 Tore gemacht. Also heute war nicht so unbedingt der Tag der vielen Schüsse, aber wir haben trotzdem gewonnen. Das ist das Wichtigste, was wir jetzt aus dieser Partie mitnehmen können. Darum haben wir den Aufstand jetzt eben auch auf 5 Punkte gemacht. Porto. Ah, das ist schon länger. Also Portugal könnte ich ja auch noch gehen. Nationalmannschaft. Könnte ich über Portugal und Österreich, glaube ich. Ja, genau. Habe ich bis zum 7. Januar und hier bis zum 24. Aber da. Aber wir haben sogar schon November. Oder geht aber die. Wir haben eben auch schon. Ah, schon 14 Spiele. Ja, denn kommt die Transferphase aber schon bald. Auf das freue ich mich eben schon. Jetzt gleich gesehen habe, dass es nicht mehr allzu lange geht. Das ist super. Schon Mitte November haben. Ist nicht mehr allzu lange. Okay. Ist also schon die Hinrunde schon bald vorbei. Ja, mit 14, 15 Spielen. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es gibt. Etwa 18 oder so. Ja, dann ist es schon bald vorbei. Gar noch 4 Spiele, aber immerhin. Wunder. Ja, ich kann gehen. Aber das muss ich jetzt annehmen. Oder soll ich das letzte Spiel machen? Nein, das nehme ich jetzt an. Aber soll ich jetzt die anderen noch wegtun? Das wäre jetzt etwas gemein. Aber ich tue sicher extra, dass ich die vielleicht noch holen kann. 2 Stürmer sind sie. Das ist nicht verboten. Wenn ich ihnen etwas Geld gebe, dann sind sie überhaupt. Schauen. Den mal, auch schon 39 Transferliste. Und den eben auch. Und auch der ist auch kein schlechter. Den kann ich vielleicht zu mir holen. Ja, nein, das ist nicht. Alexandrov, ja. Den kann ich nicht. Noch kurz leider, dann sehe ich ihn halt aus. Warte ich. Von Inter Mailand, da habe ich echt ja 24. Der ist geliehen. Da haben sie aber 4 Spieler und der ist auch. Und die habe alle ich. Ah, der nützt eh nichts. Der ist nur 61, tue ich den weg. Weil es gratis ist. Und der ist gratis, ja, der bringt bei uns nichts. Ich auch, aber da bringt schon etwas. Kostet auch etwas. Ja, und, ja, das ist schon etwas viel. Aber Green. Ja, nein, das kann ich dem Freund nicht haben, das ist zu viel. Auch wenn Mo ist das Freund nicht den. Ja, etwas weniger. Aber wir lassen es. Mal so. Und darum wechseln die jetzt zu. Ja, ist egal, die werden wir nicht brauchen. Zu Ajax Amsterdam. Unterschreiben bekommen sogar noch.
das mehr lohnt. Wir haben einen neuen Verein, Ajax Amsterdam, aus Holland, jawohl. Wir rufen Stefano als neuen Chef, ja. Stefano. Hab einen super Namen gewählt, einen italienischen, wie das passt. Vielleicht können wir noch zum Schluss dieses Videos ein Spiel mit Amsterdam machen. Das habe ich mir jetzt schon gedacht. Ja, zusammen mit etwa circa 17 Minuten. Aber hier mal so. Genau so ist gut. 15 Millionen zur Verfügung. Ja, gegen Roderkerk gerade. Und wir sind Erster. Roderkerk gerade, ja, in den Verein. Kenne ich. Gut, Sim Dolberg. Oh, guter Stürmer. Kein schlechter, sehe ich mal erstmal die Mannschaft, wie sie so aussieht. Die Flügelspieler. Die Ha. Wow. Tierney, das ist auch kein schlechter. Das ist ein guter Fußballer. Die Zukunft. Da habe ich ein gutes Team gewählt. Die haben aber gute Spieler. Ein 80er, boah. Sieht doch nicht schlecht in etwa. Und das sieht, warte, das sieht, oder? Sieht etwas alter aus. Ich hätte niemals gedacht, dass er erst 20 ist. Wie sieht der viele reifer aus? Das auch ist 23, ja. Nehmen den mal. Trainieren den noch. Da können wir also noch ein Spiel machen mit Roderkerk gegen Roderkerk. Oh, ein Verteidiger, ein 80er. Westermann. Das, Heiko Westermann, das tut. Ich denke, das ist ein Deutscher. Sieht so aus. Haben wir auch noch ein paar Junge. Und sie wundern, aber werden wir noch im Tor haben. Da im linke Verteidigung. Nur zwei. Da müssen wir aufpassen. Da war einer verletzt. Im Tor haben wir. Ah, er geht aus Zielissen. Boah, ja, der ist auch ein schlechter Torhüter. Und neben Jungen. Zielissen ist auch noch. Recht, Junge. Also da habe ich ein gutes Team gewählt. Zum Glück bin ich zu denen gegangen. Sicherlich kein schlechter Zwischenschritt für mich. Die Aufstellung schauen wir nachher noch an. Können wir die Tabelle mal an, wie viele Mannschaften sind das? Ah, so viele! 18, ja, das ist. Ich denke, dass es so viele sind. Aber sind wir mal ein Erster. Wir haben noch ein Spiel mehr, wir haben jetzt 4, 6 Punkte, können wir es bis auf 9. Nur das erste, nur 13. Also haben wir erstens eine gute Mannschaft gefunden mit guten Spielern, dem noch eine, die voll gut dabei ist. Was ist denn Einsatzzeiten? Das ist bis jetzt erst 21. Können wir noch ein paar Spieler auf die Transferliste mal tun? Verliehen, da haben wir ein paar. Die verliehen sind ja, das ist super. Wir haben sogar noch einen, der geliehen ist. Wir brauchen wir also. Ein halbes Jahr, da brauchen wir also einen Stürmer, heißt das. Kann ich jetzt hier anderen wegtun? Ah, hier. Den sehe ich hier auch noch. Ja, Frankie de Jong, für ein Jahr mal. Auch den natürlich. Den auch natürlich. Die allerdicken Junge machen wir. Einmal ein Jahr. Und der Rest. Den brauchen wir. Das heißt also, müssen wir mal einen Stürmer auf die. Auch aus einem Stürmer, wenn Jamie also dieses Video schaut, wäre es gut, wenn er vielleicht einen Stürmer holen für die Transferphase. Einen ist eher jüngeren und auch nicht allzu teuer. Klar, wir haben schon 15 Millionen, aber da wäre ich nicht mehr als 5 Millionen wollte, die will ich schon nicht für einen Stürmer ausgeben. Ah, wir haben momentan noch die Flügelspieler. Aber wir brauchen trotzdem. Ah, wir haben schon Stürmer. Wir haben viele Stürmer sogar.
Oder brauchen wir gar keine Stimme? Jetzt bin ich bin. Ja gut, wir haben mir eine bessere Übersicht, so kann ich mir. Haben wir 3 Stürmer. Der ist sicherlich nicht schlecht. Da haben wir noch einen. Und diese, ja, dann nehme ich den mal raus. Einen guten Mittelfelder. Den mal. Super, gute Mannschaft. Also habe ich eine Mannschaft. Aber vielleicht eben auch die 2 von meinem vorigen Team, die ich momentan auf die Transferliste getan habe. Wenn ein Thema ein Czerny, ein Flügelspieler. Ganz schön ist momentan nur ein Flügelspiel. Man hat also momentan Zarore, Dolberg und den. Und Traore wird auch wieder gehen. Also haben wir momentan nur noch Dolberg und den als Stürmer. Also wäre schon gut. Und sonst eigentlich vier ist sehr schwierig. Ja, vielleicht in der Außen wäre auch noch gut ein linker Verteidiger und einen rechten Verteidiger. Wäre auch sehr gut, wenn du das Video schaust. Denke ich. Eigentlich schon. Genau, das ist die Startelf. Ja, das ist gut. Dann können wir jetzt in das Spiel gehen. Das zweite von heute und eben auch das erste mit Ajax Amsterdam. Das mich sehr freut, dass ich eben jetzt zu Ajax Amsterdam gehen darf oder durfte. Sehr gefreut. Ein sicherlich Karriereschritt für mich zu einem Top-Team. Heute gegen Roter Kerr gerade. Jawohl. Sind. Sehr gut, du wieder ein 81er. Da haben wir mit dem Kleinanstellen. Sehr gute Spieler. Zralode, ist gerade von Chelsea. Mit der können wir überlegen, ob wir vielleicht kaufen können. Oh, und da ist das 1-0 schon. Das war jetzt ein super Schuss. Frühes Tor von Ajax Amsterdam. Ja, eben wegen Zralode. Wenn er nicht zu so teuer ist, wenn er unter 5 Millionen ist. Können wir überlegen, weil ja, wir brauchen schon einen Stürmer. Einen von denen, wo wir momentan haben. Das ist der schwarze, dunkle, den würde ich sicherlich mal wahrscheinlich verliehen. Und dann haben wir eben noch Dolberg, den schönen, der Flügelspieler und eben den Watzlaw Czerny. Eben auch ein Flügelspieler ist. Aber der 61er und den man natürlich immer noch Gabe haben. Immer noch trainieren können. Oh, schön von Cillessen. Schön gemacht. In der Kontermöglichkeit. Überlegen. Ja, gut im Kontern. Oh, schön gemacht. Und jetzt aber oh, schön. Eieiei, das wäre jetzt aber schön gewesen. Wenn er noch angekommen wäre für Traore. Momentan habe ich sicherlich keine schlechte Mannschaft. Habe sicherlich in der Offensive momentan schon recht viele Spieler, die schon gut sind, aber momentan für ein Ajax Amsterdam eben nicht gedulden. Und bei Frosinone Calcio, ja. Aber eben die Unis ist eben schon älter, aber wer ist der andere? Ich weiß schon nicht mehr, wie der heißt. Dionisi und ich weiß schon nicht mehr, wie der heißt. Schon so lange her, als ich bei denen war. Nein. In den anderen. Ich glaube auch. Ja, dann schau ich nachher noch, wie alt er ist. Vielleicht ist er etwas jünger, wenn er 130 ist, wäre sicherlich auch noch ein Thema. Und sonst in einer anderen Liga vielleicht. Von der Bundesliga-Spieler, die nicht so Chancen haben für einen Stammplatz, wo günstig sind. Da aus der zweiten eben auch. Aus anderen Top-Ligen oder Zweitligen. Boah, fast das 2-0. Schöner Schuss. Oh, schön. Oh, was macht der?
ja auch nicht schlecht, oder auch aus der Super League Spieler. Verteidiger vielleicht Michi Lang. Weiß gar nicht, bei 4, 5 Millionen, ja. Nicht schlimm, super Alter, das ist etwa 26, fast 27, das ist super, super Alter, sehr erfahren. Aber kann man momentan zufrieden sein mit diesem Team. Das ist sicher. Ganz schlecht. Ist einfach brauchen eine Verteidigung rechts und links sicher, die einfach Reserve spielen. Wir haben momentan drei. Ein linken Verteidiger, einen rechten und dann eben auch noch einen auf der Bank. Also noch einen Ersatz, wenn man sieht dann natürlich einer. Und der ist nicht momentan nicht unbedingt einer diesen Top. Also eigentlich zum Glück. Momentan bald die Winterpause ist, dass wir eben. Auch wenn er dann nicht allzu top ist. Wenn er nur ein 60er ist, also mir immerhin einen habe, sonst schlimmstenfalls müssen wir noch einen Mittelfeldspieler reintun. Oder wir machen eine Dreimann-Verteidigung. Das geht natürlich danach. Mit drei Innenverteidiger. Und dann kommt Traore. Das war jetzt nicht so gut, aber eine Dreimann-Verteidigung und vor dem Dreimann-Verteidigung. Den linken Verteidiger und den rechten alles wie als Abwehrchef sozusagen vor der Abwehr etwas offensiver, aber auch natürlich für die Defensive zu gebrauchen. Jetzt konzentrieren uns wir mal aufs Spiel und suchen jetzt immer mehr das 2 zu 0. Jetzt, genau, der Kerl gerade kommt bis jetzt nicht unbedingt ins Spiel. Das war jetzt nicht so guter Pass. Können Sie mal einen Konter starten, der vielleicht zu einer guten Chance führen kann. Das war jetzt auch nicht kein guter Pass. Sinnesen, mit einem Fehler. Das war jetzt auch nicht der perfekte. Gefährlich. Das war das Tor nicht. Da der ging Sinnesen mal raus und dann ist noch ein. Ja, was macht der? Dann noch ein Fehlpass. Glück gehabt. Das wäre natürlich dann blöd gewesen, das 1 zu 1. Natürlich beim ersten Spiel gleich einen Sieg feiern. Sehr gut Einstand. Jetzt. Ein Abstoß. Ich habe schon gedacht, es geht ein Eckball. Aber das wäre schon etwas drin gewesen, wenn es jetzt einen Eckball gegeben hätte. Jetzt so, jetzt. Und jetzt der Schuss. Oben in die Ecken. Ja, schön gemacht. 2 zu 0. Aus 60 Jahre? Alter, hat das mit 60 Jahren gesehen. Ja, 60 Jahre. Die Liga ist schon 60 Jahre und schon 5 Tore von ihm. Ganz schlecht, ja. Ich glaube auch ein viel guter Spieler, oder? Das weiß ich gar nicht, wie es er war. Jetzt auch mit 24-0. Das weiß ich so gut fürs Wissen. War schon der zweite Fehler von heute, da muss er aufpassen. Und wieder dann ein Tor setzt, auch wenn er ein super Tor hält. Ein Schuss, ja, geht er schon nicht gleich raus. Heute die beste Mannschaft auf das Feld gebracht. Ich glaube, eine bessere kann ich eigentlich gar nicht mehr bringen. Aber hätte sicherlich auch noch schauen, wen ich dann gleich noch holen könnte. So im Tor muss ich sicherlich nicht. Hätte ich schon Kandidaten gehabt bei Frosinone, aber momentan muss ich nicht. Also ist ein Junge da, der momentan lange wahrscheinlich hier bleibt. Außer es kommen natürlich im Winter Angebote aus einer noch besseren, aus einer Top-Liga, aus der Bundesliga. Alle 5 Top-Ligen der Welt. Also der Welt, ich meine in Europa. Und das sind auch Top-Ligen eigentlich der Welt. Also von Spielern her, vom Geld her vielleicht nicht unbedingt, aber das in China momentan. Die viel mehr Geld aus. Für Transfersuch, das war jetzt mal eine. Aufpassen hier, sonst kommen sie noch zum Anschlusstor und dann wird es noch einmal spannend. Aber da kommt nicht durch. Keine gelbe Karte, nein. Noch nichts gemacht.
Nichts gemacht. Was? Freistoß. Das ist. Das kommt wirklich ein Angebot von Citizen. Will mich nicht überraschen, ist auch schon ein 81er. Die Nationalmannschaft, also. Aber wird sicherlich nicht. Ratig, was ich denke. Ich weiß gar nicht, wie viel er wert ist. 20 Millionen hoffe ich mir natürlich schon, wenn das von 81er Torhüter ist. Also es ist wirklich ein Top-Team, so Spanien oder Real oder Atletico oder Barcelona und auch aus England, dann würde ich natürlich schon mehr, aber wenn es so ein kleiner Club ist, sind die 20 Millionen für mich okay, aber wenn ein Club ist, der eben Geld hat, ja, dann will ich schon die 30 sicher. Ja, das verdienen. Ich brauche dann wieder einen neuen Torhüter. Ich werde mich sicherlich, wenn ein Angebot kommen wird, gleich umschauen. Weil wenn das Angebot noch nicht. Ich werde sicherlich schon mal schauen. Und wenn ich natürlich. Oh, schön gemacht, was wir sind. War eine gute Aktion. Wenn ich keinen finde, ja, dann tut es mir leid. Aber ich denke schon. Wenn sie nicht genug viel Geld bekommen, denke ich schon, dass ich einen finden kann. Einen jungen Nachwuchstorhüter, auch wenn er vielleicht etwas schlechter ist, aber dafür erst 18 Jahre und der sich noch verbessern kann. Vielleicht, also ich bin vielleicht schon wieder weg, aber das denke ich, glaube nicht. Und dann werde ich schon hier bleiben. Also es kommt ein Mega-Angebot aus. Ein noch besser hier, aber momentan wird es mir hier, auch wenn das erste Spiel ist. Und hier ist das nächste Tor, das 13-0 und wahrscheinlich eben auch die Entscheidung in diesem Spiel. Schon wieder. Ja. El Ghazi. Falls wurde von heute schon, glaube ich, schon ein siebtes Tor. Schlechter Spieler. Mal ein bisschen ist schon echt angeschlagen. Und dieser Mal 4. Schöne und noch der einen Basser habe ich schon vielmals auf der Transferliste gesehen, also der ist kein schlechter Spieler. Darum ist es auch für mich schwierig, wieder Spieler zu holen, weil diese Mannschaft ist und recht gut und da brauche ich schon mehr als 15 Millionen. Also ja, 15 Millionen kann ich schon einen Drops-Transfer machen, aber ich gebe nur einen und das will ich ja nicht unbedingt. Ich werde schon schauen, dass ich nicht allzu viel Geld ausgeben muss. Ein weiterer Schuss noch kommt. Ein Kopfball. Da war der Torhüter hat ihn. Van der. Und noch ein drittes Tor. Nein. Nicht gestoppt, aber. Oh, setz ihn unter Druck! Doch, nein, fast das Tor. Das war jetzt aber gut gemacht für ihn. Hat den Verteidiger schön unter Druck gesetzt und kann noch an den Ball, aber konnte leider natürlich so nicht mehr einen Top-Schuss rausholen. Auch verständlich. Und das war jetzt. Ui, Stück ist ja nicht gefallen. Komm, ein bisschen. Und ist das gegen eins. Ui. Ui, Sinissen. Zum Schluss dieser Partie noch eine Top-Parade. Kann ich auch noch auszeichnen. Blasen. Klasse. Aber nicht hören, bitte. Was hätte jetzt gemacht, wenn ich ihn gefault hätte? Ich denke, hätte dann gezielt, dass er Peter King das Dürfer dafür gar nicht war schon längst. Was hätte abgefunden, das wäre es jetzt so gewesen. Aber dafür gibt jetzt einen Foul. Und dann ja auch die gelbe Karte. Ich hoffe nicht mehr. Ja. War nicht fair. Entschuldigung. Aber sicherlich perfekter erster Auftritt mit dieser Mannschaft. Sind 13-0 in der Liga. Nach nur etwa 3-4 Tagen bei dieser Mannschaft. Gut, die sind da schon im Top-Rhythmus gewesen, also muss ich nicht mehr viel machen eigentlich.
schön oben der Tabellenheft und haben schon ein paar Spiele gewonnen. Gar die haben etwas weniger als bei der anderen Liga. Jetzt kommt noch der andere Steff. Die natürlich tatsächlich doch noch verdient ist. Das muss sich also heute doch noch unlässlich greifen. Da liegt aber ein zweites noch weiter, das Tor. Das ist dann wirklich. Kein Foul. Ich hätte jetzt da Foul gepfiffen, aber. Nur einmal ein Looter-Schuss. Auch nichts mehr bringt. Können wir noch einmal wechseln oder? Nein, wir haben nicht alle Wechsel gemacht. Der Innenverteidiger da. Ein 80er. Können wir auch nicht mehr viel ersetzen momentan. Also werden wir wahrscheinlich in die Rückrunde wahrscheinlich etwa mit derselben Mannschaft antreten. Es sind ein, zwei Veränderungen, vielleicht ein paar, die ausgeliehen werden. Und jetzt ist aber die aus. Also. Ein Sieg im ersten Spiel. 3-2-1 Sieg gegen Rodaker gerade. Aber ja, wir sind ja nur knapp. Also und das war's es auch dann bald mit dem Video. Heute etwas längeres. Haben wir schon. 4-9 Punkte Abstand. Das war ein beträchtliches Abstand. Ja, so vorzeitig schon Meister werden. Und da haben wir einen jungen Torhüter, der bald ein 70er ist. Könnte da natürlich auch ein Ersatz werden, wenn jetzt Chilson gehen würde. Ja. Das nächste Spiel gegen Ex. Selbst Lyon, wenn ich jetzt auch nicht gebrauchen lasse, eher außer unter den Tabellenhälfte. Ah, sogar letzter, sogar ganz in den Tabellenhälfte. Wir haben eben nur schon wieder ein Spiel weniger. Ah, sie haben jetzt wieder aufgeholt, die Feyenoord. Oder ist der Orania Becker wahrscheinlich der Cup? Gegen diese Mann, aber das ist heute nicht Cup. Das ist schon Saison. Ja, das sieht schon nach Saison aus. Und die Mannschaft. Wir haben viel. Ah, normales Kader. Nicht groß, aber auch nicht unbedingt klein. Weil das überhaupt. Muss mal schauen, warte. Nein, Mannschaft hier nicht. Oh, da ist schon 33. Hört er bald auf? Ecker Westermann, das sagt mir irgendwas. Das ist 20. Dolberger ist 19. Da haben wir hier Riedwald. Er ist 24 und schon 80er. Wow, das ist wirklich ein Talent. Das sind 16 Millionen, ist er, ja. Das ist nur ein bisschen Winter leider. Wir haben wirklich 11 Stürmer. Mehr als Mittelfeld. Ja, da brauchen wir nicht unbedingt Stürmer. Nicht unbedingt. Außer. Okay, wir finden ein Top-Talent. Dann natürlich schon. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Alex. Bye, bye.